Willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir den Vertania-Wald durchquert und am Ende Rocco den ersten Orden abgeluchst. Und heute haben wir vor, hier diese Route zu passieren und jeden, ich wiederhole jeden, Trainer besiegen. Und ich habe mir so ein paar Themen überlegt und ja, fangen wir doch mal an. Ach ja, ich habe Tom ein Level höher trainiert, wenn ihr wissen wollt. Und der sollte jetzt gleich auch eigentlich das nächste Level erreichen. Ich nehme aber Ruckzuckhieb, das trifft auf jeden Fall. Obwohl, ob es auf jeden Fall trifft, keine Ahnung, aber naja, wie auch immer. Bald läuft die Aktion für den Club Nintendo ab, dass man Codes einsetzen kann. Also, oh shit. Ich nehme das jetzt am 29.03. auf. Der Part kommt erst am 5. Also für euch ist das schon abgelaufen. Also wenn ihr das Video seht, könnt ihr keine Codes mehr einlösen, aber wie fandet ihr eigentlich die Aktion, wenn man zum Beispiel beide Smash Super Smash Bros. Spieler registriert, dass man dann gratis Mewtwo kriegt? Er sollte jetzt eigentlich theoretisch auch schon draußen sein, wenn das Video kommt. Oder dass man, wenn man bis 31. Ne, 12. 12. Januar oder so, wenn man bis dahin beides registriert hat, so wie ich. Auch wenn ich ein 3DS nicht mehr habe. Aber dass man dann so eine gratis Soundtrack-CD kriegt. Ich persönlich finde es richtig nice. Was haltet ihr davon? Ab damit in die Kommentare. Da ist niemand. Ja, ein anderes Thema, was ich ansprechen wollte. Zelda U wurde auf unbestimmte Zeit nach 2016 verschoben. Ich habe mich so darauf gefreut, dass das Spiel dieses Jahr rauskommt. Weil das, was bisher davon zu sehen war, war zwar jetzt nicht so viel, aber es war sah richtig geil aus und ja, das finde ich jetzt schon scheiße. Aber Nintendo weiß, was sie da gemacht haben. Ich denke, sie wollen ein gutes Spiel machen. Und das können sie auch gerne machen, weil wenn es gut ist, umso besser. Aber das wird ja da noch nicht mal auf der E3 angekündigt. Und das, ja, das ist schon, entsetzt mich schon so ein bisschen. Aber was sind denn eure, was soll ich sagen, Vorstellungen, was so auf der E3 vorgestellt oder angekündigt wird oder so? Weil wird ja sicherlich nicht nur bei zum Beispiel, was kann man da nehmen? Schwere Frage. So. Man könnte also ich denke, dass Star Fox vorgestellt wird. Anderes kann ich mir jetzt auf jeden Fall nicht vorstellen. Vorher wird hoffentlich noch eine Nintendo Direct kommen, wo dann zum Beispiel die offiziellen Daten von Mario Maker und Yoshi's Woolly World und Splatoon angekündigt wird. Weil Splatoon, das hat mich, man mag es kaum glauben, aber es hat mich überzeugt. Also so bisher, was ich davon gesehen habe. Es hat mich überzeugt. Vor allem, es soll ja laut Angaben von Nintendo der beste Shooter auf dem jetzigen Markt werden. Und Shooter muss ja nicht unbedingt heißen, Digga, ich kill dich jetzt. So wie Call of Duty oder so. Davon halte ich überhaupt nichts. Ja. Wie seht ihr das Ganze? Ich nehme jetzt Rückzugkeep. Ich will nicht sterben.
Danke, dass es reicht. Danke für Level 13. Rettern. Da hat nochmal mein OP genutzt. Ja. Das war jetzt unnötig. Kacke. Oh nein! Nein, ich hasse diese Attacke. In der ersten Gen ist sie so OP. Ich schwör, jetzt ist gut. Alter, danke. Hornattacke, ganz ehrlich. Stärker. Sollte dann eventuell... Ja, danke schön. Danke schön. Boah, Alter. Du kannst mich mal... Ich kann mich mal eben heilen. Bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Oh, die Gegner werden schwerer. Das merken wir. Auf jeden Fall. Ist alles nicht so einfach. Weil Pokémon Gelb hat im Vergleich zu Rot und Blau eine stärkere Levelkurve, aber dafür allerdings wird das damit ausgeglichen, weil man alle drei Starter bekommen kann. Das ist dann wiederum, ich sag jetzt mal positiv, weil ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber sie werden im LP eine Rolle spielen. Damit will ich jetzt nicht zu viel sagen, ne? Aber das LP ist ja jetzt erst im dritten Part und ja, es kann also noch genüsslich vorangehen. Oh nein, Härtner. Hilfe. Auf jeden Fall, ja. Jo. Und ja, was könnte ich denn noch ansprechen? Scheiß Käfersammler, ich hasse euch. Ihr werdet jetzt mit meinem Donnerschock gekriegt. Ich habe leider noch kein Feuer-Pokémon. Die sind in der ersten Gen oder generell eigentlich sehr rar besetzt. Also gute Feuer-Pokémon, wenn ich jetzt, wenn man die Legis aus, ich sag jetzt mal der vierten. Weil Groudon ist ja kein Feuer-Pokémon. Ist ja Boden. Hat erst durch in Alpha Saphir mit seiner Protoform Typ Feuer gekriegt. Sollte demnach eigentlich eine Vierfachschwäche gegen Wasser haben, aber durch seine Fähigkeit ist dies nicht so. Was ziemlich komisch ist, aber meinetwegen. Und ja. Auf jeden Fall. Lass mal den Spaß hier besiegen. Ich habe meinem Bruder gesagt, ich soll Short anziehen. Ja. Habitak. Ah, das ist doch genau das Richtige für Pikachu. Oh nein, der ist auch noch ein Level drüber. Komm, das schaffst du. Ja. Und der macht ja auch noch Silber. Der hat sich selber gerade ins Verderben gestürzt. Tschüss, Habitak. Du wurdest gegrillt. Aber ich finde den Ruf cool. Dope. Dope. Und Level 14 ist auch gut. So langsam wird mein Pikachu stärker! Zum Super Saiyajin! Okay, nee, ich werde es nicht übertreiben. Warum schaust du mich so fasziniert an? Weiß ich nicht. Sagst du's? Sag du's mir. Du scheiß Göre! Ihr habt ja noch nicht mal einen Namen in der ersten Gen. Gegen Radfratz, ich glaube, da wird das mehr bringen. Denke ich jetzt zumindest. Oh. Der ist sehr stark. Nein, nein, nein.
Shit. Sein Tackle könnte ruhig auch mal daneben gehen. Ja, und ich hoffe nicht, dass Pikachu stirbt, weil in dem Falle muss ich zum Pokémon Center rennen und das habe ich überhaupt keine Lust drauf. Nein! Und Attacke stark! Nein! Oh, Scheiße! Geh mal raus, Opelnoops, komm mal her. Jetzt kommt Nidorino, den ich nach der ersten Arena, nach der zweiten Arena entwickeln werde. Aber erst dann, weil. Nur dann kann er mir helfen. Weil für den Fall, wenn ich den vorher, wie heißt es, entwickeln würde, hätte der Typ Boden. Und das ist überhaupt nicht gut. Weil Typ Boden ist im Nachteil gegenüber Wasser. Wartet mal kurz. Arrgh. Was habe ich gesagt, Alexa? Klappe, sonst fliegst du raus. Ich mein's ernst. Ja. Ich werde dann einfach mal ein bisschen lauter reden. Oder mehr reden, damit man meine Schwester nicht hört. Mann. Was habe ich gesagt, Alexa? Klappe. Die hört nicht auf mich. Das regt mich auf. Ich kann diese scheiß Raupis nicht mehr sehen. Gefühlt jeder hat so eins. Aber immerhin sind die scheiße. Immerhin können die nix. Allerdings haben die viel KP und die werden. Dann auch noch Fadenschuss. Mein Inhalt ist trotzdem noch hoch genug und jetzt Donnerschock. Kill ihn! Dankeschön. Auf jeden Fall. Oh nein, Safko. Nein. Der Kampf wird jetzt nervig. Ich mache jetzt Speed-Taste. Dankeschön. Oh, 169 P. Level 15. Perfekt. Doppel-T. Ja, tue ich vorläufig ins Moveset. Aber nur vorläufig. Denk dran. Mein Moveset habe ich eigentlich schon so gut wie fertig. Ja, es ist so gut wie fertig, kann man sagen. Doch. Das passt. Huch. Sollen das etwa Annäherungsversuch? Du hast... Boah, die CPUs, die sind so... Und dann hat die auch noch einen Pummel auf. Auf Level 5, 14. Pikachu, du wirst keine Chance. Paralysieren. Definitiv. Wird paralysiert. Weil ich glaube, dass Pikachu hier sterben wird. Oder einschlafen wird. Opelnoops. Du wirst es jetzt killen. Kill es! Kick. Danke. Ja. Dankeschön. Bleib mir fern. Es schläft. Es läuft mir hinterher. Diese Logik, es läuft mir hinterher und es schläft. Und dass ich Aufwecker gekauft habe. Gut, dass ich Aufwecker gekauft habe. Also. Was, der ist kein Trainer? Na, der kommt aus der nächsten Stadt, wo wir hingehen wollen. Ja, da wollen wir hin. Ja. Unser Ziel ist der... Wer weiß es schon? Der Felstunnel. Ne, gar nicht wahr. Ist nicht der Felstunnel, der ist scheiße. Oh, die heult, weil so ein Kleinstein geflogen ist.
Das finde ich lustig. Alexa, jetzt halt die Schnauze! Soll ich dich rausschmeißen? Mann. Alter. Warte mal kurz. Oh, Pikachu mag mich. Cool. Es hat sich mit mir angefreundet. Da es keinen Sinn machen würde, jetzt noch in den Tunnel zu gehen, fangen wir uns ein Pokémon. Einfach nur so aus Lust, Jux und Toleranz. Weil ich Bock drauf habe. Aber kein Habitag. Das kill ich jetzt. Habitag ist scheiße. Oh, Tom kann ihn mal killen. Ein Wunder. Ich will wissen, was es hier noch für Pokémon gibt. Komm, täusch mich nicht. Komm bitte Pipi oder so. Wäre schön. Ich mache jetzt on-screen Training oder was? Für Pikachu. Okay, der braucht in der nächsten Arena auf jeden Fall Training, aber das ist außer Frage. Die nächste Arena wird nicht einfach. Aber die machen wir eh erst nachher. Später. Eine Radfratz. Ist ja kacke. Oh, danke, Volltreffer. Auf jeden Fall. Ja. Ich wollte ein Pokémon fangen. Dann fange ich jetzt dieses Radfratz. Dankeschön, perfekt. Der macht natürlich Rucksack. Ich fange jetzt das Radfratz, einfach nur weil ich es kann. Und es vielleicht mal brauche. Dürfte jetzt eigentlich. Dürfte jetzt eigentlich im Ball drin bleiben. Wenn der Ball jetzt nicht gerade verfehlt. Siehst du? Und damit verabschiede ich mich. Und im nächsten Part gehen wir in den Tunnel. Da, in die Höhle. Weiß gerade nicht, wie die heißt. Also, bis dann. Ciao.